Deutschland schlechthin hat einen neuen Namen, die Wahnsinns-3. Egal wo die auftauchen, die Party geht ab. Auf der Alm, da gibt es keine Sünd. Auf der Alm, wo die Madel locker sind. Neben mir ist der Bruder, der Sigi, und der Cousin, der Mario, und ich bin der Jürgen. Ein Familienbetrieb also. Und das schon seit 2007. Das Markenzeichen von uns ist mittlerweile unser Schal geworden. Den gibt es mittlerweile auch zum Verkauf. Also das ist wirklich eine rege Nachfrage. Und ja, das ist, es soll cool wirken, es soll zu unserer Musik dazu passen. Die Wahnsinns-3 ziehen immer an einem Strang, stehen für Party und oberösterreichische Gemütlichkeit. Wir sind unterwegs in verschiedensten Bierzelten im Sommer und im Winter heute halt auf den Après-Ski-Hütten. Das ist unser Genre, wo wir eigentlich für Stimmung und Musik sorgen. Aber jetzt was anderes. Ihr spielt jetzt zwischen 120 und 140 Gigs im Jahr, oder? So circa. Wie haltet man das durch? Mein Home ist mein Ecker. Das ist ein Schleimer, bist du. Nein, es ist schon natürlich sicher, es geht auf die Substanz, geht schon ein bisschen. Aber naja. Die Stimme klingt schon mal super. Wir orientieren uns natürlich auch Richtung nach oben. Auch. Und es wäre natürlich genauso toll, wenn man so Riesenerfolge feiern kann, wie zum Beispiel DJ Ötzi oder Andreas Gabalier. Das Ziel ist einfach, naja. Natürlich einmal eine goldene Schallplatte, das ist natürlich einmal das erste Ziel, wäre mir wirklich cool, diese, ich habe schon einen Platz zu haben, ein bisschen freilassen. Morgen geht's schon wieder weiter, morgen fahren wir nach Dresden, Montag dann wieder mal zu Hause bei unseren Hasen. Kind und Kegel. Kind und Kegel, genau. Kennen die euch überhaupt noch? Wir telefonieren öfter. Zu Hause bin Familienvater, eigenes Haus, Frau verheiratet, alles drum und dran. Ich liebe die Ruhe zu Hause. Und welches Ziel haben die drei Oberösterreicher bei Herz von Österreich? Dass wir dabei bleiben bei dieser Show und den Sieg mit nach Hause fahren. Also der Sieg sollte nach Oberösterreich gehen, wäre eine feine Sache. Und kommen die zwei dazu, sind es die Wahnsinns-5. Der passt gut dazu, Engelbert, gell? Jawohl, stimmt ganz gut. Ja, und der Willi? Ja. Wir sind ganz gespannt, was da für ein Wahnsinn auf der Bühne abgeht. Wir sind Wahnsinns-3 mit Rock Me heute Nacht. Wenn der Maibaum wieder am Dorfplatz steht, wenn der Maibaum wieder am Dorfplatz steht und sich alles um die Madeln dreht, und sich alles um die Madeln dreht, wenn sie ihre heißen Dirndln zeigt, wenn sie ihre heißen Dirndln zeigt und wir Burschen uns die Augen reiht, und wir Burschen uns die Augen reiht. Auf geht's, jetzt ist wieder so weit. Ein bisschen rock me heut Nacht. Tanz mal ein bisschen, schieb mal hoch, aber es ist der liebe rock me heut Nacht. Schau mir in die Augen, kleine, du bist ein ganzer Feiner, rock me heut Nacht. Radio, bis der Tanzbogen rockt. Jetzt fangt die Nacht erst richtig an. Und jetzt fangt die Nacht erst richtig an. Jedes Mädel greift sich einen Mann. Jedes Mädel greift sich einen Mann. Ja, dann kocht in uns das Wahnsinnsgefühl. Ja, dann kocht in uns das Wahnsinnsgefühl. Weiß ja jeder heut noch wissen will. Weiß ja jeder heut noch wissen will. Oh yeah! Auf geht's! Jetzt ist wieder so weit. Ein bisschen rock me heut Nacht. Tanz mal ein bisschen, schieb mal hoch, aber was ist denn lieber rock me heut Nacht. Schau mir in die Augen, kleine, du bist ein ganzer Beine, rock me heut Nacht. Radio, bis der Tanzbogen rockt. Auf geht's nochmal! Komm, zeig mir noch ein bisschen Liebe, ein bisschen rock me heut Nacht. Tanz mal ein bisschen, schieb mal hoch, aber was ist denn lieber rock me heut Nacht. Schau mir in die Augen, meine, du bist der ganze Beine, rock me heut Nacht. Radio, bis der Tanzbogen rockt. Die Wahnsinns-3.
Den Applaus gönne ich euch. Den genießt man. Dankeschön. Steffi, legst du gleich mal los? Muss man wurscht sein. Ja, man merkt, ihr seid Profis. Ich gehe zwar nicht dorthin, wo ihr normalerweise spielt, oder gehe kaum dorthin und kann da nicht so mitdrehen, Zeltmusik oder was auch immer. Und ich würde, das ist auch keine Absage an diese Musik, an die Art von Musik, weil ich kann Schlager genauso bewerten, ja. Nur es war mir jetzt nichts Besonderes, weil ich kenne das Lied und das war halt eins zu eins nachgespielt, finde ich. Vielleicht ihr immer, aber so empfinde ich es. Alles Gute. Dankeschön, Steffi. Aber wenn es kein Herz gegeben hat, wenn es gut geht, gibt euch jetzt eins von Lukas. Wäre cool. Danke, Lukas. Also die Steffi hat vorher was ganz was Richtiges gesagt. Es ist immer schwer, wenn man den echt schon kennt. Ja. In Oberösterreich kennt man euch. Ihr habt so laufend Auftritte. Beim Sigi habe ich mein erstes Musikequipment gekauft zum Produzieren. Wie, ehrlich? Ja, mit 15. Ja. Dann liegt halt dann die Messlatte noch höher, weil man ja die Auftritte schon kennt. Ihr habt es saugeil gemacht. Ich habe das bewertet, was ihr da gemacht habt. Und das war erste Klasse und das kriegt ein Herz. Dankeschön, Lukas. Und wenn sich einer damit auskennt, die Bude zu rocken, dann unser Gary. Ja, sicher. Hat's für ihn auch gerockt. Ja, Alter. Ja, schau mal, jetzt muss ich ein bisschen vorgehen. Dein Urteil, bitteschön. Spannend. Wow. Die Performance war einmalig. Irgendwie hat mir das taugt und deswegen habe ich euch ein Herz gegeben. Danke. Gerne, danke. Zwei Herzen von unseren Juroren für die Wahnsinns 3 und ihr bitteschön geht jetzt backstage zu den anderen. Viel Spaß da hinten bei der Johanna. Dankeschön. Die Wahnsinns 3. Mit zwei Herzen in die nächste Runde. Und vielleicht sogar in den Wahlkampf um die Stimmen der Österreicher. Rock me heute Nacht. Komm, zeig mir doch ein bisschen Liebe, ein bisschen Wissen. Rock me heute Nacht.